hier ist Antje von der Stempelinsel. Ja, ihr seht, hier liegt vor mir der noch aktuelle Jahreskatalog und der auch noch aktuelle Mini-Katalog. Und ich hatte euch gestern das schon angekündigt, dass ich euch heute darüber informieren wollte, in einer kleinen Katalogtour, welche Produkte bleiben und welche gehen. Ja, gestern Abend gab es die Information für uns. Wir haben auch den neuen Katalog schon als PDF-Dokument bekommen und haben als Demonstratoren natürlich schon mal einen Blick in die Zukunft sehen können und haben halt natürlich auch nochmal einzelne Informationen bekommen darüber, welche Produkte bleiben, welche gehen, und das möchte ich gerne heute mit euch teilen. Als allererstes, und das habt ihr sicherlich schon mitgekriegt, ich habe es auch schon auf meiner Internetseite veröffentlicht, wir haben einen Farbwechsel, das hat sich ja schon so ein bisschen angekündigt und ja, ich würde auch sagen, da fangen wir an der Stelle mal an. Ich habe jetzt hier einen Katalog, da habe ich mal alles so ein bisschen markiert, was bleibt und was geht. Und da haben wir einmal den Beginn, das findet ihr auf Seite 122, 123, unsere Farben. Es ist natürlich klar, dass die Incolor-Farben gehen. Das ist ja jedes Jahr keine Überraschung. Insofern auch hier diese ganzen Produkte, die jetzt mit diesen Farben zusammenhängen. Also seien es Bänder, seien es Accessoires, seien es irgendwelche Papiere. Überall, wo diese Incolor-Farben enthalten sind oder auch die Farben, die ich euch gleich sage, die gehen, die verlassen natürlich auch das Sortiment. Teilweise auch preisreduziert, und dazu findet ihr auf meiner Internetseite auch die Ausverkaufsliste. Ich habe sie hier mal ausgedruckt, die gilt ab 4. April und dann auch wirklich nur so lange, wie der Vorrat reicht. Findet ihr hier Produkte, und das ist etwas sehr klein geschrieben tatsächlich, aber ihr könnt euch das da auch natürlich vergrößern und euch das auch angucken, welche Preise aus dem Katalog rausgehen, und teilweise sind sie auch reduziert. Also ihr habt dort Preisrabatte bis zu 60%. Da sage ich euch aber gleich auch nochmal was zu. Ja, wir bleiben mal bei den Farben. Also die Incolor-Farben, wie gesagt, werden uns verlassen mit allen Zubehör, was ihr da habt. Das wären jetzt in dem Fall Bonbonrosa, Papaya, Lodengrün, Seladon und Fräsienlila. Dann haben wir bei den Signalfarben einmal, dass wir uns leider verabschieden müssen von Mango Gelb, von Bermuda Blau und von Pazifik Blau. Diese drei Farben werden aus diesem Bereich uns verlassen. Dann müssen wir uns verabschieden bei den Neutralfarben von Merlot Rot, von Wildleder und von Sahara Sand. Ich hatte hier aus Versehen Waldmoos angekreuzt, aber da, ja, wer lesen kann, es ging hier um Wildleder. Also Merlot, Wildleder und Sahara Sand, leider schon ganz lange dabei, wird uns hier an der Stelle verlassen. Dann haben wir bei den Prachtfarben auf jeden Fall Himbeerrot, das uns verlässt. Ja, das ist auch das, was bleibt. Es wandert Brombeermousse hoch in die Neutralfarben. Das heißt, ihr seht, es gibt auch so ein bisschen einen Wechsel. Chili bleibt, das hatte ich versehentlich auch einmal notiert. Und das ist das, was hier uns auf jeden Fall verlassen wird. Und bei den Pastellfarben, da verändert sich auch einiges. Es verlässt uns Kirschblüte, sehr schade. Safrangelb, Farngrün und Minzmakrone. Und da wird vielleicht der ein oder andere auch sagen, oh mein Gott, wie kann das sein? Aber leider müssen wir uns da von denen verabschieden. Und ja, das ist erstmal grundsätzlich zu den Farben. Aber 11 Farben verlassen uns und es kommen natürlich auch neue Farben hinzu. Und das kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass uns auf jeden Fall Fräsienlila erhalten bleibt. Das wird zurückkommen und wird in eine dieser Farbfamilien wechseln. Und wir haben hier zum Beispiel auch schon mal bekommen als Demonstratoren so verschiedene Farbmuster, die auch gut ganz toll zusammenpassen. Und da seht ihr, da sind schon so ein paar neue Farben auch dabei. Und zwar kommen einmal neu, beziehungsweise auch zurück, das muss man ja auch sagen, weil viele kennen mir viele Produkte und ich habe sie auch auf meiner Internetseite schon aufgeführt. Limette kommt zurück, das war eine Incolor-Farbe. Azurblau kommt zurück, genauso wie Sommerbeere. Wir haben Abendblau, das kommt zurück, das sind alles Incolor-Farben gewesen der letzten Jahre. Pekannuss ist neu, das geht in die Brauntöne, ich muss mal schnell schauen, das habt ihr einmal hier abgebildet, das ist Pekannuss. Die ist also neu dabei. Dann haben wir Faungrün, das kennen wir auch als Incolor-Farbe. Und wir wussten ja auch da an der Stelle schon, das kommt wieder, weil wir ja das Online-Angebot haben mit dem Papier. Blaubeere kommt wieder. Das heißt, wir haben hier eine Verstärkung im blauen Bereich. Dann haben wir Zitronenparfait. Das ist eine gelbe Farbe, die ersetzt dann unser Safrangelb. Und Zitronenparfait ist ganz neu.
Lagunenblau kommt zurück. Ja, auch hier noch mal eine kräftige Blau, ein kräftiger Blauton. Dann haben wir Fräsenlila, das hatte ich euch gerade schon erzählt, und Babyrosa. Das ist noch mal ein schöner Rosaton anstelle von Kirschblüte. Das heißt, was die Farben angeht, werden wir auf jeden Fall eine ganz tolle neue Farbauffrischung haben. Und das Ganze wird das Ganze dann natürlich auch ein bisschen komplettisieren. Ja, dann haben wir natürlich neue Incolor-Farben. Die werden auch dann hinzukommen. Und da haben wir auch ein paar ganz schöne dabei. Die habe ich jetzt hier noch gar nicht so weit notiert. Wir haben auf jeden Fall Malve dabei. Das ist eine ganz tolle, leicht rosafarbene Farbe. Wir haben ein Kieselgrau. Das ergänzt sich sehr schön mit dem Malve. Dann haben wir dabei, ich muss noch mal eben schauen, Boho Blau. Das kennt ihr schon, wer die kleine Stanzmaschine hatte. Da ist das Boho Blau bei. Beziehungsweise die habt ihr dort in der Farbe. Dann haben wir, ich muss da mal schauen, Wilder Weizen, das ist ein leichter Braunton, und Kupferbraun. Das sind also die neuen Incolor-Farben. Und dazu findet ihr aber auch Infos auf meiner Internetseite. Ja, das erstmal so zu den Farben. Wie gesagt, ihr findet dann bei den Auslaufprodukten natürlich auch alle Produkte dann passend zu den Farben. Das heißt, ihr habt die Stempel und die Produktpakete, die da sich irgendwo wiederfinden, wo diese Farben, die das ganze Sortiment verlassen. Insofern ist die Ausverkaufsliste auch wahnsinnig lang dieses Mal. Ich befürchte aber, dass auch viele Produkte sehr schnell ausverkauft sein werden, weil gerade bei den Farben es ja so ist, man hat seine Lieblingsfarbe, vielleicht gerade auch bei euch Minzmakrone oder Kirschblüte. Die Kombination ist ja immer toll, in Verbindung zum Beispiel auch mit Saharasand. Da möchte man sich nochmal mit Papier eindecken, den Nachfüller vielleicht dazu haben, die Marker, je nachdem, was ihr da noch benötigt. Und da kann ich euch nur raten, wartet nicht auf den Ausverkauf, sondern wenn ihr diese Produkte haben wollt, dann schlagt heute noch zu oder auch morgen, weil ich kann mir vorstellen, dass die als allererstes ausverkauft sind. Und das geht, wie ihr wisst, wer das schon mal erlebt hat, manchmal innerhalb von einer Minute. Gerade wenn der Ausverkauf eröffnet ist, es hier auch noch Preisnachlasse gibt. Also da seid schnell, und wenn ihr das unbedingt noch haben möchtet, dann würde ich euch raten, ganz schnell hier noch dann das zu kaufen. Nutzt dazu auch die Online-Shops, da könnt ihr euch anmelden, ihr könnt per PayPal bezahlen oder auch per Kreditkarte. Nutzt dann auch meinen Hostcode, dann bekommt ihr auch noch eine kleine Aufmerksamkeit, wenn ihr dort bestellt. Es sei denn, ihr seid über 200 Euro, dann solltet ihr das nicht machen, weil dann bekommt ihr den eigenen Gastgebervorteil. Ja, das nochmal kurz als kleine Erinnerung. Ja, alles andere würde ich jetzt ganz kurz mit euch durchgehen. Also ich habe mir jetzt einfach mal markiert, welche Stempelsets das Ganze hier verlassen. Das ist der alte Jahreskatalog. Also wir werden uns trennen müssen auf jeden Fall von der Therapie. Auch das Papier hier wird es verlassen. Das Designerpapier geht sowieso jedes Jahr raus und wechselt. Da wird auch kein Designerpapier von dem alten Katalog übernommen. Das ist auch schon mal dabei. Wer also auch da nochmal sich eindecken möchte, der sollte das auf jeden Fall tun. Also wie gesagt, die kleine Therapie, die wird uns verlassen. Es bleibt die Herzenspost und auch die stilvollen Stiefmütterchen, die bleiben uns erhalten. Allerdings ändert sich hier natürlich, und das ist auch bei allen Produktpaketen, wenn sie ins zweite Jahr gehen, diese Vergünstigung von 10%, die entfällt. Das heißt, wenn ihr die Sachen einzeln kauft, erspart ihr das nicht mehr mit den 10%. Was auch bleibt, ist die Flaschenpost, auch ebenso diese Plastikkuppeln, die bleiben auch auf jeden Fall. Wir verlassen oder uns verlässt die feierlichen Anlässe. Das ist dieses Set, wo wir zu verschiedenen Anlässen was haben. Wer da also nochmal schauen möchte, der sollte gucken. Auch was uns verlässt, sind die imposanten Pop-ups. Das sind die mit den Libellen. Auch da solltet ihr dann nochmal schauen. Was bleibt, ist mit gutem Gefühl. Das ist dieses Set mit den großen Stempeln und auch das Produktpaket süße Kirschen, beziehungsweise die süßen Kirschen bleiben und die Hanfstanze auch, aber auch hier kriegt ihr das nicht mehr als Produktpaket. Ja, dann geht leider nichts geht über, und ja, da konntet ihr wählen, Kaffee, Cocktail, Schokolade oder Kekse. Wir uns verlassen hier die Osterglocken und auch die Breaking News, das wird uns verlassen. Leider verlässt uns das Set wie Muscheln. Da habe ich ja die letzten Tage noch mitgearbeitet. Ihr seht da auch noch ein paar Videos jetzt demnächst zu, weil ich da jetzt auch noch mal was mitmachen möchte. Dann Paradise Palms verlässt uns. Uns verlässt das Set Stilvoll Liebevoll. Auch hier könnt ihr das Produktpaket dann so nicht mehr bekommen. Gar nicht mehr. Das heißt, Papier, Prägefolder, das ist alles raus. Ihr seht auch die Farben.
Da haben wir viele oder zwei, drei auf jeden Fall in Colorfarben, die rausgehen. Insofern verlässt uns auch das Papier. Ja. Es bleibt das gern genutzte Grüße mit den verschiedenen Sprüchen. Das finde ich auch sehr schön. Die Tulpen verlassen uns, sag's mit Tulpen. Die sind dann leider raus. Genauso raus ist eigentlich alles, was auf diesen beiden Seiten ist. Amazing Year ist raus. Die Painted Poppies verlassen uns. Die waren auch lange dabei. Und auch die besonderen Momente, das konnte man ja am Anfang immer sehr gut kombinieren. Auch das verlässt uns. Und ja, finde ich sehr schade. Ich hatte da ja letzte Woche nochmal ein Video zugemacht. Aber gut, das ist leider so. Ja, der flotte Käfer, der bleibt. Auch die Handstanze genauso wie gut gezwitschert. Der Vogel mit der Handstanze, die beiden Produkte bleiben im Sortiment. Genauso wie kreative Tage. Das ist das Set, wo ihr die Kalender mitmachen könnt. Da hatte ich euch auch schon mal ein Video zugemacht. Und das wird auch auf jeden Fall bleiben. Verlassen wird uns Simply Succulents. Das ist einmal hier und das gut gerahmt. Auch hier verlässt uns das. Genauso wie das, was auf dieser Seite ist, A Little Cheesy, Gute Laune, Gruß und voll inspiriert. Auch diese Produkte wird es dann leider nicht mehr geben. Das finde ich auch sehr schade, war aber auch ganz lange dabei und mit den Sonnenblumen. Und ich habe gerade diesen Spruch, den finde ich auch immer so schön. Und ja gut, aber es kommen halt auch neue schöne Sachen. Die Schmetterlingsgrüße werden uns auch verlassen und ja, genauso wie letztendlich einmal dieses Set, das habe ich gar nicht, das ist auf Englisch, da gucke ich ja immer, dass ich mal sehen muss, immer ist das auch von den englischen Sprüchen etwas für mich. Und Art Gallery, das habe ich und da fand ich die Blumen eigentlich immer sehr schön. Ja, das wird uns leider auch verlassen. Bleiben werden die großen Wünsche, das finde ich auch sehr schön, da konnte man immer sehr schön auch imposante Karten mitmachen, das werden wir dann auch weiterhin tun können. Und Sunny Splash und Simply Fabulous, das wird uns dann leider verlassen. Ja, bei dem Weihnachtsangebot, das fängt ja jetzt hier auf der Seite an, wird es auch sehr viele Neuerungen geben. Wir haben Weihnachten im Wald, das wird uns verlassen, genauso wie der Festtagsbaum. Christmas Season und Weihnachtsgrüße, da habe ich ganz viel mitgemacht, das geht auch leider raus. Und da kann ich euch aber sagen, dass viele Produkte auch aus dem letzten Winterkatalog zurückkommen werden. Also lasst euch da überraschen, da wird das ein oder andere auftauchen, das ihr schon kennt. Und insofern wird das ganz gut ersetzt werden. Ja, der fröhliche Wald verlässt uns leider auch. Dann Stitchery, das weiß ich gar nicht. Das habe ich mir, glaube ich, gar nicht markiert. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, was damit ist. Aber der kleine Elefantasie, der wird uns leider verlassen. Der war immer sehr schön für Kinderkarten. Oder fabelhafte Wesen mit den Einhörnern und den, der Jungfrau und den Drachen. Das wird auch leider den Katalog verlassen. Ja, ihr seht hier auch auf dieser Seite Beste Enkelkinder, Glad We Are Friends und Nuts About Squirrels. Auch das wird dann nächstes Jahr nicht mehr dabei sein. An meiner Seite, das bleibt, da finde ich auch gerade diesen Hund so niedlich, das Set bleibt uns erhalten. Die Grußfamilie, das geht genauso wie Fantastfisch. Und dazu die Handstanze mit dem Wal, die wird uns dann auch logischerweise verlassen. Ja, die Pinguine, die Party-Puffins, die werden gehen. Genauso hier übrigens auch da oben. Das wird auch erneuert natürlich. Das Gastgeberin-Set, das hier auf der Seite auftaucht, findet ihr ja hinten im Katalog nochmal. Das geht auch. Dann Peekaboo Farm, das wird uns verlassen. Genauso wie die Birthday Piggy. Ja, ihr seht, es ist schon eine ganze Menge. Vintage-Rosen, ja, nehmt Abschied. Die Landhausrosen, die gibt es dann auch zum Sommer nicht mehr. Genauso wie Potted Geraniums, also die Geranien, die gibt es nicht mehr. Und auch Garten Eden wird uns nach einer langen Zeit jetzt verlassen. Was bleibt, sind die Igel und auch dazu die passende Handstanze. Das große Hurra geht allerdings raus und auch Count on Me, das mit dem Känguru und den Koalabären, das ist dann auch leider nicht mehr im Katalog erhältlich. Ja, ihr seht auch auf dieser Seite, Reasons to Smile ist nicht mehr dabei. Und was ich auch ganz schade finde, sind zauberhafte Grüße. Da hatten wir vor allem die Schrift, fand ich immer sehr schön. Wir hatten unheimlich tolle Sprüche dabei, die für sehr viele Anlässe auch geeignet waren. Ich habe da auch viel mitgearbeitet. Auch das Set wird es dann bald nicht mehr geben. Und ein grünes Dankeschön wird uns auch verlassen. Und wie gesagt, passend auch dazu, immer wenn das hier genannt ist, dann, wenn es raus ist, auch die Handstanzen oder die Stanzform gibt es dann nicht mehr.
Ja, auch auf dieser Seite Stepping Stones, dann Stronger Together und Fresh Cut Flowers. Das wird es nächstes Jahr nicht mehr im Katalog geben. Das Set voller Anmut bzw. anmutige Blüten mit den passenden Stanzformen gibt es auch dann leider so nicht mehr. Die Wiesenruhe bleibt, das fand ich sehr schön. Allerdings verlässt uns die Naturgedanken mit den passenden Stanzformen. Das ist hier der Sonnenhut. Da habe ich auch sehr viel mitgemacht tatsächlich. Und am besten zusammen, auch gerade in Kombination konnte man das sehr schön verwenden, ist dann auch aus dem Katalog heraus. Olive Branch gibt es nicht mehr und das finde ich ganz schade. Die feierlichen Fische. Wer also hier noch etwas benötigt und das gerade in dem Set ist es auch für 44 Euro wirklich sehr günstig für Kommunionkarten. Ja, da solltet ihr vielleicht noch zuschlagen, wenn ihr das noch haben wollt. Ich habe da noch auch Videos, die demnächst noch kommen, zugedreht. Ich habe hier schon mal so einen kleinen Vorentwurf gemacht. Ja, das sollte so eine Kommunionkarte werden. Das ist mein Rohling oder beziehungsweise ein Rohentwurf. Ja, wo man wirklich wunderbar mit diesem Set arbeiten kann. Also überlegt es euch, wenn ihr es noch nicht habt. Ich finde es total schade, dass es rausgeht, weil das doch gerade auch für uns immer eine gute Sache war, Kommunionkarten schnell zu machen. Gerade auch mit diesen Fischen, mit der Fischstanze. Also das geht raus. Wer das noch unbedingt haben möchte, sollte zuschlagen. Was bleibt in Hoffnung und Segen? Das Set bleibt. Ja, auf dieser Seite verlässt uns auch leider alles. Amazing Silhouettes, Freundschaftsblüten und für alle Zeit. Das ist das mit den Blättern. Das war auch sehr lange dabei. Das verlässt uns jetzt. Genauso wie die Bienenliebe und auch der Landsegen. Diese Sets verlassen uns auch. Das heißt, wir räumen hier auch so ein bisschen auf in diesen Wiesenbereich, ne? Dann gute Besserung geht, Full of Love und auch Gedanken und Grüße, das geht. Da habe ich auch sehr viel mitgearbeitet. Vor allem, weil wir hier sehr schöne Sprüche hatten, auch für Trauerkarten oder ganz einfaches herzlichen Glückwunsch. Fand ich immer sehr schön. Ja, die Männersache bleibt. Also natürlich das Stempelset mit den Stanzen. Es bleibt nicht das Designerpapier. Aber dieses Set bleibt uns erhalten. Ja, Leinenlos, da verlässt uns das Stempelset, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die Stanzforme bleibt, die Stanze oder die Stanzform mit dem Segelboot, das bleibt uns erhalten. Campology geht genauso wie Wildromantisch. Nein, das bleibt. Genau, hier habe ich ein Kreuz gesetzt. Das bleibt. Genau, das bleibt uns erhalten. Aber auf dieser Seite geht einmal wie ein guter Whisky und Tech Support. Das geht. Dafür kommt ein ganz tolles neues Set. Also da will ich jetzt noch nicht so viel verraten. Aber das ist eine richtig gute Sache, gerade wenn ihr Jungs habt, die im PlayStation-Bereich jetzt, ups, Werbung, aktiv sind. Da gibt es eine ganz tolle neue Sache. Und eine Runde Glück, das bleibt. Es bleibt auch am Waldrand mit den passenden Stanzformen. Allerdings Better Days geht und auch dieses Boot mit den Kanus oder das Set mit den Kanus. Bamboo Beauty geht, Vintage Tools geht, aber Wild and Sweet, das bleibt uns noch erhalten. Ja, Oceanfront bleibt auch, das finde ich auch sehr toll. Da hatte ich euch auch schon mal eine Karte zugemacht im Video. Und das finde ich sehr schön. Das kann man doch wirklich sehr gut auch mit anderen Sachen immer kombinieren. Der ruhevolle Reiher geht aber leider und auch Treasured Kindness geht. Und das verlässt uns dann auch. Aus der Natur bleibt uns erhalten. Hier, wie gesagt, nochmal der Hinweis, wer dieses blaue Papier nochmal haben will, sollte zuschlagen, weil das geht raus. Verlassen wird uns auch der bezaubernde Blauregen, aber bezaubernd botanisch, das bleibt uns noch erhalten. Da finde ich eigentlich auch die Sprüche ganz schön. Ich tue mich ein bisschen schwer mit den Blättern, aber gut, das ist meine persönliche Sache. Ja, auf dieser Seite geht alles. Das sind diese Doppelstempel. Wir haben Waterfalls, Canyon, Mountain Air und Jar of Flowers. Das wird uns auf jeden Fall verlassen. Dann haben wir das Haus oder der Stempel mit dem Birdhouse, also mit den Vogelhäusern, das wird uns verlassen. Die romantischen Ranunkeln gehen, aber konturiert und koloriert und auch die Stanzform bleiben. Da bin ich auch ganz froh für, weil wir diese Stanzform einfach auch sehr schön verwenden können. Was bleibt, sind auch fantasievolle Jahreszeiten. Da habt ihr Muscheln, Schneeflocken, Blumen, Herbstblätter. Das kann man sehr schön auch über das Jahr verwenden. Also das bleibt auf jeden Fall. Was geht, ist der Leuchtturm der Freundschaft. Der ist dann leider raus. Mehr an Glück bleibt. Das bleibt uns erhalten mit der Welle und auch den passenden Stanzformen. Ja,
Hier geht einiges. Leider die Watercolor Shapes. Die konnte man sehr schön immer als Hintergrund oder als Hintergrund benutzen. Shaded Summer geht und auch die Wellensittiche verlassen uns. Wunderbare Freundschaft. Das geht leider. Das ist auch sehr schön gewesen mit dem Baum. Der Libellengarten verlässt uns leider auch nach einer gewissen Zeit, aber kunstvoll koloriert, das bleibt noch. Auch sehr schön, da finde ich ja gerade hier diese Stempel ganz toll. Ja, Wildflower Path geht, genauso wie Electric Garden und auch handgemalte Blüten. Auch diese Sets werden uns verlassen. Farben des Glücks habe ich sehr viel mit dem Papier immer mal gemacht. Das geht leider genauso wie das Stempelset. Wer das also noch haben möchte mit den passenden Stanzformen, sollte auch hier an der Stelle jetzt nochmal zuschlagen. Ihr kriegt es hier auch nochmal 10% günstiger. Willow Tree geht, herrliche Hortensie geht, auch die Stanzformen sind dann raus. Ich weiß, da haben ganz viele auch was mitgemacht. Insofern, ja, verlasst es uns. Ja, die Sets finde ich ja immer ganz toll. Da kommt auch was Neues. Das finde ich auch sehr schön. Entspannte Momente, ne? Das sind also die Figuren, die uns nicht ansehen, die kein Gesicht an sich haben. Da kann man sehr viel mitmachen, finde ich. Also entspannte Momente bleibt auf jeden Fall und Places in the Heart bleibt. Graceful Tiles geht. Das ist hier auf dieser Seite das Set. Wir haben hier einmal diese Sache, die bleibt. Dann haben wir die Stempelgrüße, die gehen. Das Alphabest bleibt, genauso auch wie mit der Stanze. Auch sehr schön, da kann man ja sehr schön personalisierte Karten auch mitmachen. Ja, bei den Hintergrundstempeln, da seht ihr, geht auch einiges. Also die Butterfly Brilliance gehen, Pretty Medaillon, Knit Together, Stacked Stones. Dann haben wir die Spirale, die hatte ich auch mal gemacht mit euch. Dann die Blumen hier, die ganzen, die da sind. Also letztendlich bleibt eigentlich nur Ray of Lights, Timeless Tiles. Ach nee, und die Spirale bleibt. Seht ihr mal, das habe ich ganz falsch gerade euch gesagt. Die Spirale bleibt. Es kommen aber auch drei dazu. Also insofern lasst euch da überraschen, was Neues. Also die drei bleiben. Genau. Ja. Dann Heavenly Hollyhocks, das geht auch raus. Das habe ich jetzt nur noch nicht markiert gehabt. Und limitierte Auflage, ich meine, das geht auch. Das habe ich jetzt hier nicht markiert gehabt. Ich weiß nicht, da bin ich dann irgendwie schon in den Feierabend gestern Abend gerutscht, als ich das durchgemacht habe. Aber das weiß ich jetzt gar nicht. Da muss ich nochmal nachkommen. Aber ist egal. Also lasst euch da überraschen. Ich glaube, ihr habt jetzt aber schon mal einen Überblick gesehen, was eigentlich an Stempelsets rausgeht. Und ihr könnt auch garantiert euch freuen, dass also da ganz neue Sets auch wirklich hinzukommen, die wunderbar sind. Wir reden ja gleich nochmal kurz über den Mini-Katalog. Da ist natürlich auch einiges, was übernommen wurde. Also das findet ihr dann auch im Jahreskatalog. Also das machen wir gleich. Ja, bei den Farben hatte ich euch das schon gesagt. Deckt euch da ein, wenn ihr da noch Bedarfe habt. Es gibt auch eine Preiserhöhung. Die bezieht sich tatsächlich auf Papier, auch zum Beispiel auf diese Accessoires, auf die Ablage, auf die Stanzmaschinen. Insofern gibt es Preiserhöhungen und wenn ihr da auch noch sparen wollt, kauft das Ganze, wenn ihr es dann noch erhaltet, wie gesagt, ne, wenn es weg ist, ist es weg. Am besten noch vor Start des neuen Kataloges. Ja, die Marker, da gibt es eine Änderung in der Aufmachung. Das heißt, die werden auch alle in den Ausverkauf gehen, so wie wir sie kennen. Aber sie bleiben uns erhalten. Also da keine Sorge haben. Genauso wie die Pastellkreide. Da gibt es natürlich dann, genau wie bei den Aquarellstiften, soweit keine Änderung. Wie gesagt, nur bei den Markern, die werden anders aufgemacht. Und aber ansonsten bleiben die uns erhalten. Klebemittel bleibt auch soweit alles da. Wie gesagt, hier gibt es aber Preiserhöhungen, leider, die nicht anders möglich sind. Embossing-Gerät, das bleibt alles. Solche Sachen, die bleiben auch alle, ne, wie Stazen und den Reiniger Momento. Aber auch hier gibt es Preiserhöhungen. Ja, bei dem Designerpapier, das hatte ich euch schon gesagt, die gehen alle raus. Wer da also noch sein Lieblingspapier hat, sollte hier an der Stelle zuschlagen. Und bei den Kartensortimenten ist es genauso, gerade da könnt ihr sehen, hier das Kartensortiment Erinnerung und mehr fantasievolle Texturen, das geht raus, da ist Lodengrün drin, ne, das meine ich, dass ihr dort einfach auch sehen könnt, ja, das ist dann bald nicht mehr dabei. Teeliebe hatte ich schon gesagt, bei den Papieren, auch bei den Umschlägen, auch hier gibt es Preiserhöhungen. Ja, bei den Spezialpapieren, das Gold bleibt zum Beispiel. Dann haben wir das Metallic-Folienpapier in Rosé-Gold oder auch hier in Kupfer. Das bleibt alles erhalten. Die Spezialpapiere, Permutglanz, sowas bleibt alles dabei.
Was geht, sind diese Schachteln, sandfarbene Geschenkschachtel, Geschenkschachtel aus Craftkarton, die Tüte und so weiter. Das wird raus, dafür kommt aber auch natürlich dann was ganz Tolles und Neues nach. Ja, hier genau das Gleiche. Also hier bleiben die runden und viereckigen Spreizklammern erhalten. Hier die Flaschen hatte ich euch schon erzählt. Und auch gerade bei den Zubehörartikeln wird natürlich einiges gehen, wo die Farben dann drin vorkommen. Schaut euch das in Ruhe an, guckt euch an, was ihr hier noch unbedingt haben wollt und dann bestellt ihr euch das. Gewisse Basics bleiben, ne, wie die Strassschmuckstücke oder der bunte Schimmer. Die Schmetterlinge bleiben zum Beispiel auch. Also gewisse Sachen bleiben, diese Blattgoldgeschichte bleibt. Dann selbstklebende runde Akzente, Metalloptik. Also gewisse Punkte bleiben hier und sind dann natürlich auch wieder für uns so verfügbar. Und es kommen auch da neue, ganz tolle Produkte. Deshalb, da bin ich jetzt eigentlich nie so traurig, wenn da was geht. Bei den Bändern genau das Gleiche. Es bleibt der Leinenfaden, die Zierschnur. Es gehen natürlich hier auch Bänder, die die Farbe haben der Produkte, die jetzt, oder der Stempelfarben, die es dann nicht mehr gibt. Genauso wie bei den Incolor-Farben. Hier, das ändert sich natürlich, da haben wir sie, ne, mit dem gewebten Geschenkband. Das finde ich eigentlich sehr schön. Vielleicht sollte man sich da noch mit eindecken. Das locker gewebte Geschenkband in den einzelnen Incolor-Farben. Also, da müsst ihr sehen, was ihr braucht. Aber wie gesagt, da finde ich persönlich jetzt auch immer ganz gut, wenn man dann auch mal was Neues hat. Seladorn, das wird zum Beispiel gehen. Ja, ihr seht den hier, unseren Stamparatus. Der wird uns verlassen. Der geht auch in den Ausverkauf. Und ja, die Hintergründe sind da nicht so ganz deutlich und klar. Alles, was da an Zubehör auch da noch bei ist, das ist natürlich dann auch im Ausverkauf erhältlich und auch das Ganze gilt, solange der Vorrat reicht. Die Info kam jetzt, dass wenn noch Restbestände da sind, das dann in den Online-Verkauf geht. Also den kann man dann, wenn man Glück hat, noch online erhalten. Also der Stamparatus nach eigentlich gar nicht so langer Zeit verlässt uns dann schon wieder. Ja, hier, das bleibt alles Acrylblöcke, aber auch hier gibt es Preiserhöhungen. Da solltet ihr nachschauen. Ja, und dann am Ende haben wir ja unsere Stanz- und Sparpakete. Bei den Stanzen, da bleibt, das hatte ich euch schon eben gesagt, genau. Dann bleibt unser Segelboot. Wir haben das ewige Etikett, das bleibt. Die Stanzen nach Wahl bleiben. Dann haben wir die Kirsche, das hatte ich euch schon gesagt. Die Wolke bleibt. Das Gänseblümchen geht genauso wie die Herzen. Die Libelle bleibt. Wir haben die rechteckige Briefmarke, die geht, das aparte Etikett geht und das entzückende Etikett geht. Die Zweige bleiben, die Blüten und Blätter gehen. Dafür kommt eine Alternative, das zeige ich euch gleich.